Die Kämpfe hier rund um Gaza gehen unvermindert weiter, auch heute. Wir erleben heftigen Beschuss, wir hören Maschinengewehrfeuer, wir hören Kampfjets und wir hören auch, wie sich Panzer weiter bewegen an dieser Grenze, rund 2 Kilometer hier von uns entfernt. Insgesamt ist die Lage hier so schwierig, weil die Angehörigen der Geiseln große Sorgen haben darum, dass die Intensivierung der Kämpfe rund um Gaza dazu führt, dass die Geiseln nicht freikommen. Wir waren gestern in Tel Aviv, haben mit Angehörigen gesprochen. Auch Premierminister Benjamin Netanyahu hat sich mit diesen Angehörigen getroffen nach massivem Druck. Und sie haben eben die große, große Sorge, dass diese Kämpfe, die weiter hinter mir stattfinden, dazu führen, dass möglicherweise Geiseln getötet werden, aber eben auch, dass es schwieriger werden könnte, Verhandlungen zu führen. Die große Frage ist, wie diese Kämpfe jetzt weitergehen, ob weitere Infanterieeinheiten reingehen nach Gaza, ob sozusagen diese Bodenoffensive noch ausgeweitet wird. Netanyahu, der Ministerpräsident, hat sich gestern entschlossen gezeigt, die Hamas-Strukturen zu zerstören.